Hallo ihr Süßen, es ist Tag Nummer 6 und ich habe es mir gestern anders überlegt. Ich hänge das andere Video für heute nochmal direkt hinten dran und dann gehe ich erstmal richtig duschen gleich. So, jetzt haben wir Tag Nummer 6 und es geht wieder weiter. Ich bin gerade so motiviert. Es geht jetzt direkt weiter, obwohl ich bestimmt jetzt schon Muskelkater habe von der bösen Übung, die ich gerade zum Schluss gemacht habe, also ihr gestern. Und ja, wir gehen jetzt auf den Bosu Ball und zwar bleibt der Ball so, wie er gerade liegt, weil mir ist gerade was Cooles eingefallen. Ihr nehmt den Bosu Ball und wir gehen in unsere Russian Twists. Die hatten wir nämlich schon, die Tage zuvor. Du senkst den Ball ein wenig ab als Position, nimmst dir wieder deine beiden Kurzhanteln. Wenn dir zwei zu viel sind, nimm dir einfach nur eine. Und auch hier begeben wir uns in die Russian Twist Position, senkt den Oberkörper ein wenig ab. Und wir wechseln aber dabei und heben jeweils die Beine hoch. Die Kombi, die finde ich gerade richtig geil. Okay, 3 mal 10 to go. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Irre, oder? Nochmal, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist schon ganz Körpertraining. Nochmal, letzten 10, 9, 8, komm schön in die Rotation, 7, 6, 5, 4, Kanon, 3, 2, 1. Perfekt, nächste Übung. Und auch hier lassen wir nun den Bosu Ball so, wie er gerade liegt. Ich habe gerade Einfälle. Du nimmst jetzt eine Kurzhantel dazu, legst dich hinten ab, streckst die Hantel maximal, soweit es geht. Spann den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und du hebst dich ab und du rührst die Mitte des Balls. Das könnt ihr dann sehen. Dieses Teil hier, die Mitte. Und ablegen, komm in die Streckung. 30 Mal und 10, 9, 8, geile Übung, 7, 6, mit dem Bein hältst du den Ball auch fest, stabilisierst den Ball, noch 5, 4, 3, 2, Schultern weg von den Ohren und das erste Drittel schon geschafft. Nochmal und 10, komm mal, 9, 8, 7, noch 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm mal, die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, nächste Übung. Okay, bei der letzten Übung gehen wir 15 Mal in die Wiederholung. Dazu hebst du dein Gesäß und gehst 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und hoch. Noch 10. 1, 2, 3, 4, 5 und hoch, come on.
1, 2, 3, 4, 5 und hoch. 1, 2, 3, 4, 5 und hoch. 1, 2, 3, 4, 5 und hoch. Noch 7. Und hoch. Noch 6. 4, 5 und hoch. Noch 5. Und hoch. Letzten 4. Und hoch. Noch 3. Die letzten 2. Schön sauber arbeiten. Und der letzte. Und eins für mich, come on. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und hoch. Hey, super. Ihr Lieben, das war Tag Nummer 6. Und wir sehen uns morgen wieder zu unserer finalen Abs-Challenge. Morgen ist unser letzter Tag. Und danach gibt es auf Instagram die Verkündung, was ich zu verlosen habe. Natürlich gibt es eine Verlosung bei jeder Challenge. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach auf Instagram gehen, mir folgen. Ja, mich liken natürlich hier auch bei YouTube. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich muss jetzt wirklich duschen. Tschüss, bis morgen, 18 Uhr.